So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Es regnet und ich muss ein bisschen trocknen, beziehungsweise vor allen Dingen muss mein Rucksack ein bisschen trocknen, weil ich selbst habe wohl daran gedacht, mich vernünftig wasserdicht einigermaßen einzupacken. Allerdings mein Rucksack nicht und da dann im Zweifel das Kameraequipment und vor allen Dingen Ersatzakkus ohne meinen wasserdichten Ersatzakkubeutel, weil ich ein Held bin und den vergessen habe. Naja, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich hocke jetzt hier in der Hütte ein bisschen fest und muss warten, bis das Wetter etwas besser wird, bevor ich weiter kann. Da dachte ich, ich nutze die Gelegenheit und schildere mal meinen ersten Eindruck zur dritten Staffel von Seven vs. Wild. Wichtig. Erster Eindruck, spoilerfrei. Sprich, ich werde jetzt keine Details erfahren, was in der ersten Folge, mehr ist, glaube ich, momentan auch noch gar nicht zu sehen, auf Amazon Freevee bisher so passiert ist. Dann ein paar Takte dazu, was ich jetzt eigentlich von der ganzen Freevee und so weiter und so fort Geschichte und dem ganzen Drum und Rum, drumherum und den im Vorfeld gemachten Ankündigungen, dem im Vorfeld passierten Zeug und so weiter, was ich davon bisher so halte, ne? Also wie gesagt, keine Details zur ersten Folge, lediglich, was ich jetzt spoilere, sind eben die genauen Regeln und auch plus minus der genaue Ort, wo das stattfindet. Wer jetzt das also auch noch nicht wusste, außer dass es Kanada ist, dann wird das vielleicht auch eventuell was Neues sein. Ja, aber ich erzähle euch nicht, was die jetzt alle am Tag 1 bzw. in Folge 1 bisher so getrieben haben. Das könnt ihr euch dann gegebenenfalls möglicherweise selber angucken oder eben auch nicht, je nach persönlicher Vorliebe. Irgendwo habe ich Handschuhe. Moment. Ja, so viel dazu. Ich habe mir jetzt also Folge 1 mal auf Freevee angeguckt und muss sagen, ich empfinde Gucken auf Freevee im Vergleich zu Gucken auf bezahltem Amazon Prime, wenn man halt Amazon Prime-Kunde ist, was ich bin, weil, ja, das bin ich halt, weil macht halt gegebenenfalls Sinn, wenn man da ab und zu mal was bestellt, was ich leider tue. Aber ja, gut, wer es schafft, da nichts zu bestellen, hat meinen großen Respekt und meine vorzügliche Hochachtung. Oder da nichts anzugucken oder sonst wie. Aber das Gesamtpaket Amazon Prime bietet halt schon ziemlich viel Zeug fürs Geld, ne? Aber gut, davon mal abgesehen, auf Freevee kann jeder zugucken, Amazon Freevee, der irgendwie Internet hat, da braucht man sich auch gar nicht anmelden oder irgendwie sowas in die Richtung, das läuft da schlicht und ergreifend mit Werbung, ist also so ähnlich wie analoges Fernsehen, was wir ja alle noch kennen, du guckst irgendwas, puff, Werbepause, und das ist bei Freevee genauso, du guckst irgendwas, puff, Werbepause, Werbepause geht, zumindest jetzt bei mir, das mag, je nachdem, wer das guckt, unterschiedlich sein, geht die so irgendwas um die 45 Sekunden und ich meine davon so etwa 4 Stück gehabt zu haben. Verglichen mit dem, was an Werbung in regulärem YouTube auf einem ziemlich durchmonetarisierten Kanal, der häufiger Werbeunterbrechungen zwischendurch hat, so läuft, halte ich das für vertretbar. Das Schöne ist, es gibt keine Werbung zum Wegklicken, das heißt, das ist normalerweise dieses 5-Sekunden-Ding, ne? 5 Sekunden, dann kannst du es wegklicken. Führt halt dazu, dass man dann auch klicken muss. Ja, und wenn du das Ding irgendwie vom Sofa aus guckst auf dem Bildschirm und du hast gar keine Lust zu klicken, weil du müsstest dich ja dafür bewegen, dann willst du vielleicht wirklich lieber circa 45 Sekunden, von mir aus auch eine Minute, je nachdem, die Werbung ertragen. Davon abgesehen ist es, habe ich zumindest den Eindruck, keine personalisierte Werbung, sondern allgemeine Werbung, oder zumindest halbwegs allgemein. Sie ist halt deutsch, okay, aber ich habe da jetzt nicht, was weiß ich, die neue Hutkollektion von Tilly Hats vorgestellt bekommen, sondern ganz allgemeine Dinge, irgendeine komische Versicherung von irgendeinem Fußball-Heini, irgendwas, was war denn da noch? Irgendwas zu essen war dabei und ein Auto. Irgendwie, das sind die Sachen, an die ich mich erinnere. Also völlig, völlig allgemeines Zeug und gar nicht so schlimme Werbung, ehrlich gesagt. Also ja, gibt es Furchtbareres. Ich meine, Werbung, klar, nervt immer, guckt man sich freiwillig nicht an, aber hat mich jetzt relativ kalt gelassen. Außerdem kann man ja auch, während die Werbung läuft, einfach schnell was anderes machen, kurz eine Mail lesen, kurz vielleicht auf dem Handy irgendwas tun, eventuell kurz aufs Klo. Da muss man sich aber sehr beeilen. Aber ja, da gibt es Möglichkeiten. Also mich persönlich hat es nicht mehr gestört als auf YouTube. Stören tut es mich schon. Lieber wäre es mir ohne Werbeunterbrechung. Das gibt es aber schlicht und ergreifend nicht. Es sei denn, man hat dann später, wenn man später auf YouTube guckt und hat YouTube Premium, dann würde das, glaube ich, gehen.
Bin da gar kein Experte, aber ja, so viel erstmal zum technischen Hintergrund. So, wo soll das Ganze stattfinden, beziehungsweise wo findet das Ganze jetzt endgültig statt? Ja, im Grunde Vancouver Island, allerdings zwei nördlich vorgelagerte, also am Nordende. Vancouver Island ist ja ziemlich lang. Am Nordende, da gibt es zwei Inselchen, zwei kleine, und auf diesen zwei kleinen Inselchen, also Inselchen trifft es schon ganz gut, da findet das Ganze statt. Die Inseln selbst sind unbewohnt, und ja, die sind wirklich unbewohnt. Und in diesem Fall muss man dazu sagen, ist Seven vs. Wild ein Stück weit zutreffender als die bisherigen Male, weil diese Inseln da oben sind wahrscheinlich wirklich nie im größeren Stil gerodet worden, im größeren Stil bewirtschaftet worden. Und da trifft Wild ausnahmsweise wirklich mal zu, ne? Also das ist tatsächlich Wildnis, wo sie diesmal hocken. Ja, auch nicht unendlich weit weg von möglichen Zivilisationspunkten. Es soll da ja eine Rettungskette geben und allem Pipapo. Aber doch, das darf man schon definitiv diesmal wirklich, wirklich als Wildnis bezeichnen. Das war in Schweden ja abgelegen, ja. Unbeeinflusst vom Menschen sicher nicht. Das komplette Seeufer hat da immer mal wieder Besucher, die da eben sich rumgetrieben haben. Und hin und wieder auf manchen Flächen ist auch Forstwirtschaft durchgeführt worden. Das war ganz klar zu sehen. Und das war eigentlich um jeden Teilnehmerplatz drumherum, vielleicht mit Ausnahme von der Insel vom, na wie heißt da, Relodiac, du da nicht, ja, aber sonst wahrscheinlich schon. Und auch die Insel dürfte schon häufiger von Menschen als kleiner Rastplatz, als Campingplatz oder was auch immer genutzt worden sein. So bei Staffel 2, die Isla San José. Ich kann das nicht aussprechen, ist egal, aber das wissen wir inzwischen hoffentlich alle. Das war mal eine Testversuchsinsel für Chemiewaffen der USA. Das heißt, man hat die ganze Insel irgendwann mal mit Chemiewaffen zugebombt, mehr oder weniger. Mehr oder weniger die ganze Insel. Und heute ist da ein Resort, ein super tolles Luxus-Gedöns-Resort, wo man halt dann Urlaub machen kann. Und der Rest der Insel ist aber zugegebenerweise schon seit dieser Bombengeschichte und diesen Chemiewaffentests ziemlich verlassen. Und da dürfte so gut wie nie jemand unterwegs sein, außer halt am Strand selber, da sämtliche Teilnehmer an den jeweiligen Stränden waren. Ja, Wildnis. Ja, vielleicht. Ne? Also ja, so ein bisschen Wildnis auf jeden Fall. Das war in Schweden ja auch schon der Fall. Also es sind schon immer abgelegene Orte, und da gibt es jetzt abgesehen von Müll nichts, was wirklich hilfreich wäre, wo man jetzt sagen könnte, dass das ein Vorteil ist, dass es nicht wirklich Wildnis ist. Jetzt bei Staffel 3 würde ich es aber schon definitiv Wildnis nennen wollen. Das ist in Ordnung. Kurze Anmerkung aus dem Schnitt, und zwar, ich habe vergessen zu erwähnen, was die Teilnehmer noch mitbekommen haben, was ich auch im weiteren Verlauf meines Beitrags hier vergessen habe zu sagen, ist ein sogenanntes Feuerkit. Vermutlich liegt es daran, das wissen wir noch nicht ganz, dass eine Feuerverbotsgeschichte gedroht hat in Kanada, weil zum Zeitpunkt der Aufnahmen war da ja gerade Waldbrandzeit. Man erinnert sich vielleicht, die großen Waldbrände in Kanada, und aus Sicherheitsgründen haben die Teilnehmer daher immer Zubehör zum Feuer machen dabei und dürfen ihr Feuer, so wie ich das verstanden habe, nur im dafür mitgebrachten Zubehör machen. Was das genau für ein Zubehör ist, das will ich jetzt gar nicht verraten, aber ein richtig stinknormales Lagerfeuer, das dann nur zu entzünden ist mit den in der Flasche mitgebrachten Dingen, wird es so also wahrscheinlich nicht zu sehen geben. Das ist aus Sicherheitsgründen durchaus hervorragend, eine gute Idee, dass man eben das Waldbrandrisiko eben noch ein bisschen minimiert. Das ist aus Survival-Sicht bzw. vom Entertainment-Faktor her, wenn es jemand zum Beispiel nicht geschafft hätte, ein Feuer anzukriegen, wäre das ja lustig. Ja, ein bisschen doof für den entsprechenden Kandidat, aber für uns als Zuschauer unmöglich lustig. Daher, ja, der Entertainment-Faktor leidet dadurch natürlich ein bisschen. Dafür kann keiner was, wirklich nicht. Aber das ändert leider nichts am Resultat. Und ja, daher, ich würde versuchen, das zu ignorieren in der Zukunft. Aber ein bisschen, ja, ein Geschmäckle hat's. Aber nochmal, ne? Besser so als Waldbrandgefahr. Von daher, ja, ne? Also nur, dass wir drüber geredet haben.
Allerdings, und da kommen wir zum Elefant im Raum, ist es Wildnis für kanadische Verhältnisse im luxuriösen Sonderfall. Nämlich haben die Inseln, wo die Kandidaten da hocken, zwar Wölfe. So viel kann ich schon verraten, das war auch im Vorfeld bekannt, das konnte man im Vorfeld schon recherchieren, dass es da Wölfe geben soll. Und Mini-Spoiler, die gibt es auch tatsächlich. Das haben wir ja auch schon dem Trailer entnehmen können, dass da eben ein Wolf rumrennt. Und auch im Trailer war ja auch schon zu sehen, und habe ich ausführlich besprochen, dass Fritz und Martin da ein totes Tier gefunden haben. So, das dann wohl wahrscheinlich von Wölfen gerissen worden ist, und so viel dazu. Ja, aber Wölfe ist gut, aber es ist schon der sicherste Flecken Kanadas, den man sich für so ein Unterfangen fast schon aussuchen kann, weil abgesehen von Wölfen, die da rumrennen, war es das auch. So, mehr gefährliche Tiere gibt es da nicht, und vor allen Dingen gibt es da nicht das mit Abstand gefährlichste Tier, das man halt wirklich auf dem Schirm haben muss und vor dem man durchaus Respekt haben sollte, nämlich eben den Bär, welcher auch immer, schwarz oder braun. Braun ist natürlich potenziell deutlich stärker, schwarz deutlich häufiger, und tatsächlich kann man nicht sagen, dass Angriffe von Schwarzbären besonders viel weniger Probleme verursachen als Angriffe von Braunbären. Das hält sich so ein bisschen die Waage, je nachdem, wo man sich gerade befindet. Generell kann man den Schwarzbär allerdings besser abwehren und hat dann Möglichkeiten, den dann einfach wegzukicken, in Anführungszeichen. Muss man schon sehr, sehr gut kicken können. Aber ja, ne? Aber beides kommt auf diesen Kleinstinseln, wo das Ganze jetzt stattfindet, nicht vor. Also die paar Bildschnipsel, die der Fritz mal irgendwann im Vorfeld veröffentlicht hatte, wo zwei ringende Bären zu sehen waren unter anderem. Das dürfte zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich schon festgestanden haben, dass diese Aufnahme A nicht von diesen beiden kleinen Inseln ist und B es da eben so gut wie nie Bären gegeben hat. Also man hat da noch nie welche gesehen. Das gibt ökologisch auch wenig Sinn. Ein Bär braucht viel Platz. Ein Bär könnte rüberschwimmen auf die Inseln und da mal eben ein kleines bisschen nach Bären, nicht nach anderen Bären, sondern nach Bären suchen. Und dann müsste er irgendwann auch wieder abhauen, weil er da halt nicht im großen Stil viel zu fressen findet. Gerade in der relativ kargen kanadischen Landschaft brauchen Bären ein relativ großes Streifgebiet, um genügend Kalorien schlicht und ergreifend übers Jahr aufzutreiben, um dann den Winter gut überstehen zu können, weil sie ja in Form von Winterruhe machen. Ne? Nicht Winterschlaf, Winterruhe im Übrigen. Ne? So, das heißt, wir sind, was die ganze Bärenpanik angeht und die ganzen schönen Angst-Streams von Sascha Huber bezüglich Bär und die ganze Vorbereitung bezüglich Bär, was sie dann teilweise gemacht haben, und Interviews mit verschiedenen durchaus renommierten und vollkommen zu Recht als Bärenexperte geltenden Leuten und, das... Ich weiß nicht, inwiefern die Teilnehmer das wussten oder nicht wussten, dass es da gar keine Bären zu erwarten sind. Ja, das ist natürlich jetzt so ein bisschen, hat so ein kleines Geschmäckle. Ne? Es ist nicht unmöglich, dass da ein Bär auftaucht. Rein technisch gesehen könnte der Bär sich entscheiden, da auf der Insel vorbeizukommen, ist aber halt super unwahrscheinlich. Befinden wir uns ungefähr auf dem Niveau, dass wenn du irgendwo in den Alpen spazifizieren gehst, dass dir da der Braunbär begegnet. Das ist deutlich, wahrscheinlich sogar deutlich realistischer, als dass dir auf diesen beiden kleinen Inseln da der Bär begegnet. Dass es da Wölfe gibt, bedeutet, dass das auch irgendwelche größeren Tiere als Futterquelle offensichtlich zur Verfügung stehen. Allzu viel Wölfe werden es vermutlich auch nicht unbedingt sein. Dazu könnte man jetzt aus Folge 1 theoretisch schon ein paar Spekulationen anstellen. Das werde ich aber natürlich nicht tun. Aber einfach nur die Info, es gibt Wölfe. So, wie gefährlich ist das jetzt in Anbetracht dessen, dass es in Deutschland inzwischen auch Wölfe gibt? Und zwar jetzt zwar nicht überall, aber doch teilweise in sehr, sehr, sehr hohen Dichten verglichen mit selbst Kanada. Da gibt es Ecken, da gibt es deutlich weniger Wölfe als in manchen Ecken, als in Deutschland, von Deutschland. Und so gesehen, da dass Wölfe sind, die wahrscheinlich wenig bis noch nie Kontakt mit Menschen hatten, im größeren Stil, die sich da mal mehrere Wochen aufgehalten hätten auf dieser Insel, 2 Wochen sogar,
wage ich zu bezweifeln, dass da nennenswert ein Gefährdungsrisiko von den Wölfen ausgeht. Außerdem ist gerade momentan die Zeit des großen Schlemmens, der Spätsommer bzw. Herbst, wo das ganze Jahr gedreht worden ist, das wissen wir auch aus dem Vorfeld, der ist durchaus eine Zeit, wo es viel zu fressen gibt für fast alle Tiere und da kann man die Wölfe mit einschließen und darum, das sind die Notwendigkeit, das Risiko einzugehen, ein unbekanntes potenzielles Beutetier, aufzumampfen, ist es einfach nicht wert. Ja, es ist trotzdem richtig und gut, und da kommen wir jetzt so ein bisschen zu den Regeln, dass neben der Flasche den Teilnehmern, also die berühmte 1 Liter Nalgene-Flasche, Nalgene, was auch immer, in der die Ausrüstung verstaut werden darf, ihnen eben auch ein Anti-Bär-Kit mitgegeben wurde. Wir haben noch nicht hundertprozentig erfahren, was da im Detail drin ist, aber es ist mindestens eine ungefähr so große Flasche Bärenspray drin. Wegen mir hätte es noch eine größere Flasche sein können, einfach um zu demonstrieren, dass es noch größere Bärensprayflaschen gibt. Werden die da Bärenspray für Bären brauchen? Wie gesagt, wahrscheinlich, hochwahrscheinlich nicht. Es ist aber, ja, dadurch, dass es nicht unmöglich ist, dass da ein Bär auftaucht, kann man hier auch niemanden der Lüge oder der Falschinformation bezichtigen. Es kann da schon theoretisch Bären geben, wie damals in Schweden. Ist ungefähr genauso realistisch. Ja, auch da haben sie ja, oh, Bär-Country und so weiter und so weiter. Aber die Chance, dass da halt wirklich einer auftaucht und sich irgendwie für die Teilnehmer interessiert, ja, verschwindend gering. So, ne? Aber trotzdem, das ganze Tierabwehrmittel, das kann man im Zweifelsfall natürlich auch für die Wölfe brauchen, sollte das aus irgendwelchen Gründen tatsächlich so sein, dass da die Wölfe in irgendeiner Form mal aggressiv werden. Was ich mir gut vorstellen könnte, ist, dass die Wölfe mal neugierig werden, gerade wenn sie Menschen nicht kennen, dass sie dann mal vorbeikommen und mal gucken, was seid denn ihr für welche? Einfach aus Interesse, der Neugier halber, das mal abklären. Und ja, aber viel mehr ist vom Wolf tatsächlich rein statistisch gesehen und rein von der ökologischen Logik dahinter nicht zu befürchten. Dass man deswegen trotzdem ein bisschen Schiss haben könnte, das könnte ich dann wiederum nachvollziehen. Ne? Ja, aber die Sache mit dem Bär, das ist ein bisschen schade. Ja? Beziehungsweise nimmt der Insellösung halt ein Stück weit wieder diesen echten Wildnisfaktor. Jetzt ist es natürlich nachvollziehbar, dass ein Haufen Anfänger, die keinerlei Outdoor-Erfahrung haben, nicht irgendwo hin, wo es wirklich, wirklich objektiv gefährlich ist, geschickt werden. Ja, das verstehe ich ja und ich will ja auch nicht, dass da irgendjemand ums Leben kommt. Aber das macht das Ganze halt dann doch jetzt schon wieder so ein bisschen, ja, wie bei der zweiten Staffel, wo es nicht wirklich Regenwald, wo es nicht wirklich die richtigen, echten, gefährlichen Tropen mit all den Giftviechern gewesen sind. Es war wirklich nur minimalstes Giftzeugs auf der Insel überhaupt vorhanden. Ein bisschen was, ja, aber eben deutlich weniger als das zum Beispiel in Zentralpanama, also wirklich Festland, zwischen Nord- und Südamerika der Fall gewesen wäre. Da hätte es dann erheblich mehr Giftviecher gegeben und das wäre extrem gefährlich, da im Dschungel unterwegs zu sein für einen Europäer, der keine Ahnung hat. Und dass man das dann nicht macht, verstehe ich ja. Ja. Aber ja, in diesem Fall, das ist vielleicht wirklich der am einfachsten zu survivalende Flecken Vancouver Islands, den man überhaupt nur irgendwie hat finden können, sozusagen. Ja. Jetzt heißt das nicht, dass es da unbedingt super einfach ist, 2 Wochen da rumzuhocken. Aber dadurch, dass die Gefahrtiere erstmal erledigt ist, in dem Fall, weil ich wirklich davon überzeugt bin, dass diese beiden Inseln kaum bis überhaupt keine Biber aufweisen dürften. Ich habe jedenfalls vom Trailer her und so viel darf ich jetzt, glaube ich, vielleicht auch noch spoilern, vom bisherigen wenigen Bildmaterial, was man in der ersten Folge bereits gesehen hat, habe ich keinerlei Anzeichen, dass es auf diesen Inseln im größeren Stil Biber gibt. Die fressen halt nun mal viel lieber Laubholz und Laubholz ist wirklich nur ein kleines bisschen als Böschungs- und Ufervegetation dazu finden. Das könnte zwar theoretisch einen Biber ernähren, aber ja, wie gesagt, bisher keine Anzeichen. Und wenn es keinen Biber gibt, dann gibt es auch kein Biberfieber. Und wenn es kein Biberfieber gibt, dann gibt es reichlich Trinkwasser. Und zwar unaufbereitet, davon abgesehen, dass wir im Vorfeld vom Flasche packen wissen, dass fast alle Teams meines Wissens einen Wasserfilter oder irgendeine Wasseraufbereitungsvorrichtung dabei haben und dann dementsprechend, dass da keine Probleme mit der Trinkwasserversorgung geben sollte. So, ja. Und wie gesagt, große Tiere, mal abgesehen vom Wolf,
können wir auch knicken. Puma wird es dann da auch nicht geben. Auch der hätte mal rüberschwimmen müssen. Und Pumas können meines Wissens schwimmen, aber es ist mir kein Fall bekannt, habe ich extra nochmal nachgeguckt, dass die mal eine große Strecke geschwommen wären, um auf eine ja vorgelagerte Insel zu kommen. Je nachdem, wie man da zu den Inseln rüberkommen möchte, ist die Entfernung, die man da schwimmen müsste, ungefähr ein Kilometer. Vielleicht mal hier und da ein bisschen weniger. Und wenn man dann noch Ebbe mit einrechnet, ich weiß nicht, wie flach das Ganze da ist, wahrscheinlich ziemlich flach, da ja da auch Gletscher mal drüber gegangen sind, könnte man bei Ebbe möglicherweise fast schon rüberlaufen und nur mit ganz wenig Schwimmen das Ganze schaffen. Insbesondere bei einer starken Ebbe, die variiert ja auch. Es gibt ja höhere Fluten, es gibt niedrigere Ebben. Von daher. Ja, möglich. Oder dass die einfach im Winter, in einem super kalten Winter, mal übers Eis marschiert sind. Und wohlgemerkt musste es dann schon ein sehr, sehr super kalter Winter sein. Das Meer friert da überhaupt nicht regelmäßig zu. Das ist dann schon eine seltene Ausnahme. Aber tendenziell wäre das mal kurzfristig möglich. Und dann kurzfristig, dass dann mal eben schnell mal kurz was rüber marschiert ist und dann da geblieben ist. Und wenn das passiert sein sollte, dann ist das schon eine ganze, ganze Weile her. Das heißt, Puma sehr, 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 sehr unwahrscheinlich, noch unwahrscheinlicher als Bär, soweit ich das rekonstruieren konnte. Ja, was haben wir da noch an Gefahren? Prinzipiell das schlechte Wetter und Kälte. So, und dooferweise wissen wir im Vorfeld, auch wer sich im Vorfeld mit ja, dem bisher rausgefundenen Zeug auseinandergesetzt hat, was ich ja auch getan habe. Und das ist jetzt ein kleiner Spoiler. Wer den jetzt also nicht hören möchte, der hält sich die Ohren zu und singt la 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 oder skippt ein paar Minuten vor. Die hatten, also Spoiler in 3, 2, 1. Die hatten vermutlich über die ganzen 14 Tage fast nur schönes Wetter. Wenn überhaupt es da mal geregnet hat, dann so gut wie gar nicht. Spoiler Ende! So, jetzt dürft ihr wieder zuhören. Ja, und der eben genannte Umstand, das macht's erheblich einfacher. Wirklich ganz erheblich einfacher, weil damit die Notwendigkeit für super, super sichere Lagerplätze nicht mehr wirklich gegeben ist. Ja, da tut's dann auch was relativ Simples. Und für die Psyche bedeutet es auch eine enorme Erleichterung, wirklich außerordentlich, wenn der Faktor, der nicht stattgefunden hat, da ist. Ja, dann ist das wirklich viel anstrengender. Fühlt sich viel schlimmer an und man hat viel mehr das Gefühl, boah, was mache ich denn hier eigentlich? Und da spreche ich aus Erfahrung, heute ist so ein Tag hier auch bei mir. Mist, jetzt habe ich es ja doch wieder ein bisschen verraten. Na egal. Also ihr werdet hoffentlich überleben, wenn ihr jetzt drauf gekommen seid, wovon ich rede, falls ihr diese Info nicht haben wolltet. So, ja, und das letzten Endes führen die genannten Faktoren alle zusammen dazu, dass, da wir ja schon wissen, aufgrund von Bildern der Kandidaten, wenn die als die zurückgekommen sind, dass einige massiv abgemagert sind. Zum Beispiel der Knossi, zum Beispiel der Sascha. Ja, das sind so die zwei, bei denen man es meiner Meinung nach fast am deutlichsten gesehen hat. Da können wir jetzt draus möglicherweise Schlussfolgern. Wie gesagt, ohne, da brauchen wir die erste Folge nicht zu, von dem, was bisher ausgestrahlt wurde, dass es möglich ist, schon wieder einfach 14 Tage da mit schierer Willenskraft rumzuhocken und im Grunde nichts zu tun. Und das war meine größte Befürchtung, beziehungsweise ist meine größte Befürchtung. Ich weiß ja noch nicht, ob es wirklich so gekommen ist, aber Angst davor habe ich ein Stück weit schon, dass wir schon wieder vielen Kandidaten beim Rumhocken, beim bestenfalls versuchen, was zu tun, aber größtenteils beim Rumhocken zugucken können. Weil man halt auch 14 Tage immer noch wirklich damit verbringen kann, indem man nichts tut, außer sich Wasser zu besorgen und nicht zu erfrieren. So, ne? Und ja, und es ist halt eben die Frage, wie schwierig wird es gewesen sein, nicht zu erfrieren. Wir wissen auch noch nicht hundertprozentig, was für Schlafsäcke die dabei hatten. Ich tippe aber immer noch auf den Defense 4 von Carinthia. Und ja, das ernüchtert mich, ehrlich gesagt, ein wenig.
So, ja, und das ist so ein bisschen, weshalb ich auch noch keinen Hype, wenn man das so nennen darf, verspüre von den ersten Bildern bzw. von der ersten Folge. Die ist ansonsten, also auch da, wer Befürchtungen hatte, dass das von Amazon Freevee, was auch immer, weil die das ja gekauft haben und im Prinzip jetzt wahrscheinlich auch für den Schnitt mehr oder weniger auch oder vollständig, das weiß ich nicht, verantwortlich sind. Es ist gut geschnitten, es ist gut dokumentiert, sind schöne Aufnahmen, es ist wirklich gut gemacht. Also handwerklich gibt es da meiner Meinung nach nichts auszusetzen. Ich persönlich finde die Sprecherstimme ein bisschen nervig. Also der ausgesetzt in der Wildnis, blablub und so weiter und so fort, Sprecher. Ich mag den nicht akustisch, dafür kann der Mann natürlich nichts, überhaupt nicht. Mir persönlich einfach jetzt nicht die beste Wahl für die Akustik, aber das ist eine kleine Nebensache. So, und dann kommt noch erschwerend dazu, aber das kann ich auch sagen, ohne was zu spoilern, die Kandidaten sind halt zum Teil nicht unbedingt Leute, die ich super sympathisch finde. Stück weit ist das ja auch nicht erforderlich. Stück weit mag es sogar vorteilhaft sein, wenn man Leuten, die man nicht mag, beim Leiden zuguckt. Noch lieber würde ich Leuten, die ich nicht mag, aber überhaupt nicht zugucken. Und drum bin ich eben noch ein bisschen hin und her gerissen. Ich gucke mir jetzt da definitiv noch ein paar Folgen an. Und theoretisch hätte ich auch schon ein bisschen was zu sagen zu dem, was in der ersten Folge da schon passiert ist. Ich muss aber mindestens noch ein oder zwei Folgen gucken, damit sich das dann auch lohnt, da ein Video drüber zu machen. Und dieses Video werde ich machen. Ja, jetzt noch in der Freebie-Zeit. Ich werde das ankündigen, ohne dass da irgendwie erkennbar ist, worum es geht. Ich werde eine dicke, fette Spoilerwarnung einbauen und wer dann das Ganze lieber erst später auf YouTube gucken möchte, der ist dann ausreichend gewarnt und kann dem wirklich problemlos aus dem Weg gehen. In die Kommentare dürftet ihr dann natürlich auch nicht reingucken, die sind auch gespoilert, aber das ist ja auch kein Problem, das kann man ja auch nochmal dazu sagen. Und ich denke, dann ist ein spoilerfreies Vorabbesprechen der Folgen, solange sie bisher nur auf Freevee veröffentlicht sind, durchaus möglich. Ob das dann Leute interessiert, das werde ich dann sehen. Falls ihr dazu schon eine Meinung habt, könnt ihr mir die gerne mitteilen. Ich hatte ja, um das noch kurz am Schluss noch zum letzten Endes zu ergänzen, eine kleine Community-Umfrage gemacht, beziehungsweise einen Community-Post, wie ihr es lieber hättet. Lieber meinen Kommentar, wenn es später auf YouTube zu sehen ist. Meinen Kommentar schon, wenn es auf Revee zu sehen ist. Oder ist es euch scheißegal? Der Mehrheit war es egal. Eine kleine Menge mehr hätte es lieber auf YouTube. Eine andere, beziehungsweise viele haben noch das Ganze in den Kommentaren dahingehend ergänzt, dass sie Angst haben, dass ich einen Shitstorm abbekomme, wenn ich darüber quatsche, während es nur auf Freevee zu sehen ist und die ganzen Streamer oder die Leute, die darauf reacten wollen und sich das im Stream angucken, können das nicht machen, weil sie das erst dürfen, wenn es auf Amazon zu sehen ist und ich nicht darauf angewiesen bin, mir das Ganze im Stream anzugucken und meinen Kommentar unabhängig von Bildmaterial abgeben kann oder einzelne Bilder sogar rauspflücken kann aus dem Amazon-Konto und als Zitat verkaufen und das dürfte ich in jedem Fall. Da kann sich selbst Amazon nicht gegen wehren. Oder zumindest die könnten es versuchen, aber ich glaube, das wäre viel zu viel schlechte Presse, dass sich das für sie lohnt. Ja, ob dann die anderen Streamer, was heißt die anderen, die Streamer, ich bin ja keiner, sauer auf mich sind. Wieso denn? Also wenn man es als Spoiler und so weiter, Spoiler-Kritik oder Spoiler-Kommentar oder was auch immer verkauft, dann sieht das ja jeder und dann ist es selber, muss man halt selber entscheiden, ob man das anguckt. Wäre schon sehr, sehr kleingeistig, ist deswegen aufzuregen. Jetzt ist natürlich manchen der Zuschauer, insbesondere von unseren Streamern, Kleingeistigkeit sicherlich nicht fremd, manchen, aber ja, ich glaube, das Risiko würde ich mal eingehen und dann einfach mal gucken, ob das irgendwen kratzt, ob das irgendwen interessiert. Sprich, in ein paar Tagen sollten es dann noch Möglichkeit schon 10.000 Aufrufe sein. Das wäre schön. Dann lohnt sich das Ganze für mich. Wenn das weniger sind, dann weiß ich noch nicht, inwieweit ich das weitermache, beziehungsweise werde es dann wahrscheinlich weitermachen, wenn es auf YouTube läuft. Sollte auf YouTube dann mal ein Hype entstehen. Bisher ist von dem Hype wenig zu merken. Bisher gibt es eine Reaction von Fritz auf das Behind the Scenes für den Anfang. Das Behind the Scenes war erstaunlich nichtssagend, meiner Meinung nach. Da hätte ich ein paar mehr Details erwartet und ein bisschen mehr aus dem Nähkästchen geplaudert. Es war ganz viel Wiederholung, was in Staffel 1 und 2 passiert ist. Und Behind the Scenes
jetzt gar nicht spoilern, das ist auf YouTube anguckbar. Ja, fand ich jetzt relativ, wie gesagt, relativ nix sagen. Und wie gesagt, der Fritz hat darauf schon reagiert, das habe ich noch nicht gesehen. Weiß noch nicht, ob ich mir das noch angucke. Und das hat alles beides nett, aber auch nur nett Aufrufe, verglichen mit dem, was man von Seven vs. Wild Hauptmaterial gewöhnt ist. Ja? Hauptmaterial, nicht die Reaction von irgendeinem kleinen Firlefanzer wie mir, sondern eben das Hauptmaterial. Und entweder kommt der Hype dann später noch auf YouTube oder der Hype bleibt schlicht und ergreifend aus. Letzteres glaube ich weniger, dass das Ganze schon genügend Aufrufe erzeugen wird, dass es sich irgendwie für irgendwen lohnt. In dem Fall dann größtenteils sicherlich Amazon, die es ja, wie gesagt, auch bezahlt haben, die nahezu komplett die Produktionskosten getragen haben. Daher kann ich auch ethisch-moralisch sehr wohl damit leben, das eben auf Freevee zu gucken, weil die haben es bezahlt, dann sollen sie auch mich jetzt als Konsumenten haben, der sich da halt die Werbung über sich ergehen lässt, während er das anguckt. Ob ich jetzt die Werbung bei Meinecke Entertainment GmbH, die gibt es so nicht, aber oder bei Amazon gucke, das ist mir ehrlich gesagt lang wie breit. Der es bezahlt hat, darf die Einnahmen haben, finde ich fair und gerecht so. Ja. Und ich hoffe, das ist soweit in Ordnung. Aber so viel dazu. Also bisher eher Ernüchterung. Kann ich jemanden, der darüber nachdenkt, ob er sich das angucken soll oder nicht, empfehlen, es sich anzugucken? Es kommt drauf an, wenn du mal eben eine Stunde irgendwas Zeit hast und nichts Besseres zu tun, leichte Unterhaltung haben möchtest, bitte. Gerne, warum nicht? Spricht nichts dagegen. Es gibt schöne Aufnahmen. Das kann ich auch noch kurz vielleicht verraten, ohne groß zu spoilern. Es gibt schöne Aufnahmen der kanadischen Westküste und der Inseln an der kanadischen Westküste. Und das ist durchaus nett. Und ja, also ja, nochmal zu den Kandidaten. Vielleicht nervt es mich auch ein wenig, was ich zum Teil auch das genaue Gegenteil. Und hier vielleicht auch nochmal ein Mikro-Spoiler. Die Mädels sind nett zueinander. So, das finde ich schön. Bei den anderen Teams will ich jetzt nichts zu sagen. Außer es gibt auch Teams, da glaube ich, dass sich das Zwischenmenschliche im Laufe der Zeit, wenn das so weitergeht, wie das jetzt angefangen hat, schwierig finde. Ich möchte ungern einen Kandidaten dabei haben, der sich für mich im Umgang mit seinem Partner als Arschloch herausstellt. Und dem muss ich dann zugucken, da werde ich keine Lust haben. Das heißt, ich werde dann wahrscheinlich die Sachen, die ein mögliches Arschloch betreffen, also für mich als Arschloch wahrgenommene Person, vielleicht schätze ich die dann auch vollkommen falsch ein und das ist ein super dufte Mensch, aber angucken muss ich mir das, werde ich mir das dann trotzdem nicht, weil ich mit dieser Person dann wirklich nichts anfangen kann und es nicht ertragen kann, wie da, ja, fast schon eine gewisse Form von Mobbing stattfindet, die vielleicht ein Stück weit auf Freiwilligkeit beruht der gemobbten Person. Aber es fühlt sich für mich wirklich furchtbar an, mir das angucken zu müssen. Und ja, aber ich bin da noch nicht zum endgültigen Schluss gekommen. Und das, was ich bisher gesehen habe, reicht auch nicht aus, um da zu dieser Meinung zu kommen. Macht da draus, was ihr wollt. Spekulationen in den Kommentaren bitte vorher mit einem großen Spoiler kennzeichnen, wenn ihr da spekulieren wollt, von wem ich jetzt hier rede. Und wer überhaupt nicht gespoilert werden möchte, der liest am besten hier drunter auch keine Kommentare. Ihr könnt deswegen trotzdem einen schreiben, aber ihr müsst ja die anderen nicht lesen, ne? Ja, Meinung würde mich schon interessieren, wenn ihr es zufällig gesehen habt, was ihr davon haltet. Und damit dann nochmal der Hinweis, Kommentare enthalten Spoiler, diese nicht durchlesen, wer damit Schwierigkeiten hat. So, und ja, wenn ihr sonst irgendwas zu sagen habt, schreibt es mir gerne bitte auch in die Kommentare. Würde mich schon interessieren. So, der Regen hat nachgelassen, wunderbar. Plan ist aufgegangen. Das heißt, ich kann jetzt das machen, weshalb ich eigentlich hier im Wald hocke. Und das werde ich jetzt auch durchführen. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und bin ja mal gespannt, was ich hier so finde. Tschüss.